Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier vom Four Dragons Casino. Und wir gucken uns mal an, was... Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, Copyright-Musik, oh Gott. Wir gucken uns mal an, was hier in dem Cash-Zeichen ist. Das weiß ich nämlich nicht. Dann gehen wir mal rein. Architectural Espionage. Wieso Espionage? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Gutes Meeting. Das ist also die Heist-Mission. Heist? Woher kennen wir denn das? Vielleicht aus GTA 5? Du brauchst eine Kamera, um die Casino-Pläne zu fotografieren. Schnapp dir eine von einem Touristen auf dem Strip. Okay, wir klauen uns erstmal dieses Motorrad hier. Und geben dann mal Gas. Und klauen erstmal irgendeinem Touristen eine Kamera. Die soll da sein. Ding Dong! Ah, schön! Du hörst jetzt auf, deine Freunde zu fotografieren. Du hast eine Kamera, begib dich zum Gebäude mit den, der Planungsbehörde. Machen wir. Oh Gott, das war richtig knapp, da hatte ich richtig Angst. Ich hoffe, der letzte Part hatte ich trotz dessen, dass wir nichts gemacht haben eigentlich, halt außer Nebenmissionen, gefallen. Ich fand ihn ganz cool. Zum Zuschauen vielleicht ein bisschen stumpf, aber ich weiß nicht. Wir spielen 100%. Das gehört dazu. Ich versuche schon aus allem Langweiligen rauszuhalten, aber das gehört halt dazu. City Planning Department. Oh, gut ausgeschildert, danke. Planungsbehörde. Sorry. Freddy, wir ziehen uns, ich glaube, in diesem Part noch um. Hallo. Can I help you, sir? Ja. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Das Treppenhaus ist jetzt zugänglich. Kletter ein Stück auf. Kletter? What the fuck? Ihnen ist klar, dass Sie die Pläne nicht kopieren dürfen? Ja. Okay, dann viel Spaß. Schönen guten Tag. Oh, oder? Du kannst die Casino-Pläne nicht fotografieren. Wenn der Wachmann in der Nähe ist, du musst ihn ablenken. Unten ist ein Dokumentenarchiv hier und Ablenkungsmanöver. Okay. Die dürfen die Pläne nicht fotografieren. Ja, okay. Diese Klimaanlage ist ziemlich altersschwach. Zerstöre sie irgendwie. Das war's, der Feueralarm, dass die Wachen da beschäftigen. Everybody out. This is not a drill. This is not a drill. Yep, das ist nämlich keine Übung. Wo hängen die? Hier. So. Sehr gut, du hast die Casino-Pläne fotografiert, verlasse jetzt das Gebäude, bevor man... Where are those damn firemen? Die Cops können wegen des Feuers die unteren Türen bewachen. Was? Warum habe ich... Warum werde ich auf einmal angeschossen von 1000 Seiten? Warum habe ich auf einmal 2 Sterne?
Warum habe ich auf einmal zwei Sterne? Dinge, die ich nicht verstehe, warum ich auf einmal zwei Sterne habe, obwohl ich nichts getan habe. Ja, ja, ist gut. Oh Gott, 4 Sterne. Nice. Warum habe ich auf einmal 4 Sterne? Ich habe doch nichts getan. Ich komme aus dem brennenden Haus und auf mich wird geschossen. Das ist gemein. Gefährlich. Wow, SWAT. Hab ganz vergessen, dass SWAT kommt bei so vielen Sternen. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst steigen die aus und schießen auf mich und dann fängt mein Auto an zu brennen. Das wäre nicht so gut gerade. Zugegebenermaßen. So. Haben wir es geschafft. Easy. Die Garage öffnet relativ lange. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Danke. Ja, wir kriegen dafür natürlich erstmal keine Kohle, aber wir verdienen dann irgendwann an seinem Hotel mit. Das hat er uns ja angeboten. Coole Sache. Hat auch nur 6 Minuten 40 gedauert. Gut, gehen wir speichern. Holen wir uns eine neue Schutzweste. Und, Explosive Situation. So. Oh, guck mal, Freddy, ein schickes Auto! What the fuck? Warum hat er keinen Spoiler? Wusstest du nicht, dass es den ohne Spoiler gibt? Du hupst nicht mehr. Aber ich glaube, die Karre ist weg, wenn wir hier reingegangen sind. Weil die Autos irgendwie ganz seltsam despawnen. You can legally own a gun. Ja, wir können uns legal eine Waffe kaufen, danke. Weiß ich. Ja, komm, mach schneller. Wir können. Oh Gott, ich hätte mir vielleicht noch Munition für die Pistole kaufen können. Aber brauchen wir ja nicht. Sollte eigentlich reichen. Ohne Spoiler gefällt er mir sogar ein bisschen. Das ist ein Cheater, oder? Oder nee, in Infernus? Er ist ein Cheater. Und genau deshalb habe ich ihn geklaut, weil ich den überführen kann. So, gut, dann fahren wir jetzt nochmal kurz nach Los Santos, wa? Ne, komm, das tue ich euch nicht an. Ich kaufe mir hier ein Haus, stehe in der Garage und fahre den Offscreen mal kurz dahin. Und wenn wir da sind, schalte ich euch dazu. Oder sowas. Freddy, du kannst ja mal kurz in die Kommentare schreiben, ob du mehr davon sehen willst, wie ich diese Offline-Sachen mache. Oder ob ich es wirklich komplett offline machen kann. Jeder andere ist natürlich auch herzlich dazu eingeladen, aber bei Freddy weiß ich halt, dass er zuguckt meistens. Weil Freddy schreibt mir eigentlich auch zu jedem Video einen verrückten Kommentar. Danke dafür, Alblali. So, weg. Ja, ich weiß, dass ich das Fahrzeug exportieren kann, aber ich musste jetzt erstmal kurz speichern, weil ich, wollte jetzt erstmal normal weitermachen. What the fuck? Hier sind echt überall Bullen, kann das sein? Ein Tahoma. Und einen guten Radiosender eingestellt. Gut gemacht, danke. Wir haben ja schon 2 Reifen zerschossen, ernsthaft? Ne, einen, okay. Danke. Hallo! Hallo? Danke? Was war das denn gerade? Das war fucking freaky? Nein! Ich muss hier lang. Und dann muss ich hier lang. Gott! Will man mal eine Sekunde von der Polizei weg, ey. Ja, wir hätten in unserem Haus in Los Santos natürlich auch wieder auf ein AK wechseln können, aber ich wollte den Hitman-Level für die Waffe vielleicht auch irgendwann noch voll haben.
Ich glaube, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Planungsmissionen und hier müssen wir ganz schnell durch, weil hier halt Copyright-Musik läuft und ich das nicht so gerne mag. Ich meine, ich monetarisiere die Videos schon selber nicht, da möchte ich auch nicht, dass irgendwer anders die monetarisiert. Das finde ich frech. To her heart. But you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on yeah, this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for CJ. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan! Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Love Fist. Alright, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Begib dich zu dem Casino. Love Fist ist eine Band, die auch in GTA 3. Nee, in GTA Vice City vorkommt, glaube ich. Also wenn ich das zumindest richtig im Kopf habe. Hat Freddy für die schon Missionen gemacht in Vice City? Das Vice City Let's Play konnte man sich auch ganz gut geben. Was bist du denn, Schickes? Ein offener Super GT. Oder? Ja, müsste ein offener Super GT gewesen sein. Also ein Caprio, also ein Spider. A Spider. Ich glaube zumindest, dass es das war. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Schon länger als 5 Sekunden her. Mir und mein Gedächtnis. Beste von Welt. So. Oh. Okay, man hält da nicht automatisch dran an. Scheiße. Die Croupier hat eine Keycard und kennt den Code. Folge ihr. Oh yeah. Another shift over. See you tomorrow. Wenn ihr jetzt danach kommt, erstreckt sie. Doch wenn ihr Vorsprung zu groß wird, verlierst du sie. Ich glaube nicht, dass ich sie in dem Club verliere. Ich meine, der ist pink. Bisschen ja. Gib ab dann. Es ist komplett unrealistisch, dass man so weit von einer Person. Okay, sie fährt auch einfach. Okay. Normalerweise müsste ich jetzt hinter ihr stehen. Das hier, so zu stehen, wäre in der Realität viel auffälliger, als hinter ihr zu stehen. Aber ich glaube, das ist in jedem GTA so, dass man diesen Abstand halten muss. Hui. Kurz mal gähnen. Ah, einen coolen Klappert. Warum biegt er von der linken auf die rechte Spur ab? Coolen Klappert sehen, Ping. Gefällt mir. Will ich auch kaufen. Da ist einfach. Achso, da steht eins von den Hotels. Ups. Hupen darf man übrigens auch nicht. Da hat Freddy ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Ne, war Freddy? Schön, dass hier zwei Burgerläden direkt nebeneinander sind. Da ist einer und da hinten noch einer. Sehr gut. Sieht man auf der Karte. Und ein Taco Bell ist auch direkt daneben. Ich frage mich, wo sie wohnt, wenn sie hier durch die ganzen Casinos fährt. Abwarten. Ist sie jetzt nicht im Kreis gefahren? Was tut sie da? Was tut sie da? Den Slamman brauchen wir übrigens auch noch. Der fährt hier zum Glück auch rum. Den gönnen wir uns mal als nächstes. Beziehungsweise ich gönne mir den mal als nächstes. Was macht sie? The fuck? Ah. Sexshop.
XXX. Wir sind in den Sexshop gegangen, folge ihr hinein. Da wäre ich auch so reingegangen, Mädchen. Die Croupier ist irgendwo hier drin, suche sie. Hallo, hallo. Hallöchen. Das ist sie mit Sicherheit. Wow, it's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. What the fuck? Hardcore VHS. Besorge dir einen SM-Anzug. Muss ich den hier kaufen? Ah, hier. What the fuck? Das will ich gar nicht sehen. What the actual fuck? Die Croupier hat den Job verlassen. Folge ihr, aber geh nicht zu nah ran. Klar, und ich darf jetzt damit rumlaufen, oder was? Ganz toll. Kneift ein bisschen, wa? Okay, mein Auto ist weg. Nehmen wir halt den Jaguar. Z-Type war das, glaube ich. Oder X-Type. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Alter auf jeden Fall. Hat keine guten Bremsen auf jeden Fall. Fahr doch! Worauf genau wartet sie? Eben fährt sie noch wie der letzte Penner und jetzt steht sie da einfach nur rum. Ah, danke. Sehr gut. Der Part geht auch schon 17 Minuten, weil sie so langsam fährt. Ich meine, wir haben in dem Part noch nichts gemacht, außer die Pläne besorgt. Und das hier. Aber wenn sie nur 20 fährt, kann ich ja auch nichts verändern. Und wir haben einen dreckigen SM-Anzug an, das ist ein bisschen eklig. Endlich, sie fährt weiter. Sehr gut. Wir wussten, also wir können zwar gar nicht wissen, ob ihr Freund oder derjenige, mit dem sie sich trifft, also ihr Meister, auch einen SM-Anzug anhat oder komplett irgendwas anderes. Aber wir kaufen es einfach mal ein, weil ist ja schick. Und so fährt man ja auch Auto heutzutage. Mit grünem Halstuch rum. Oh, ups. Da wollte ich schon wieder auffahren. Ja, ich wollte mich zwar eigentlich noch umziehen, aber... Das hat dann nicht so gut geklappt. Bin im nächsten Part dann vielleicht schon umgezogen. Oder wir fahren Anfang des nächsten Parts, um zu umziehen. Dann sind wir vielleicht noch in Los Santos. Nicht in Los Santos, in San Fierro. Mal sehen. Oh, mein Nachbar macht gerade Musik an. Sehr gut. Schön laut. Gefällt mir. Oh Gott. Ich habe mich ein bisschen ablenken lassen gerade. Sorry. Wie sie auch einfach rüberfällt. Oh Gott! Oh, wenn der Bulle näher rangefahren, hätte ich richtig Probleme gehabt. Dann wäre ich nämlich voll da reingefahren. Also die Verfolgungsmissionen in GTA 4 sind auf jeden Fall besser geworden. Sehr gut. Ja, da scheint sie zu wohnen. Frage vor dem Haus der Croupier. Von der Eulenpute. Der Sexsklave wird gleich kommen, aber sie ist der Sklave.
Also ist das ein bisschen dumm. Dann setzen wir uns halt wieder rein. Irgendwann wird hier gleich ein Fahrzeug auftauchen. Der Sexklar war das Haus fast erreicht. What the fuck? Was ist ihmchen denn für einer? The door's open, Master. Meister, nicht Sklave. Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. Oh yeah, aber ich bin nicht Benny. Whatever makes you happy, but I think you need help. I hope you remember my name. Du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor sie dir die Keycard gibt. What the fuck? Das ist so komplett random einfach. Ich bin doch nicht Benny. Ah, ist das dumm. Der ist einmal im Zug, steht ab jetzt. Nein, den werden wir nie wieder anziehen. Bestimmt nicht, Allah. Also, ist das der Infernus? Ich kann die echt nicht auseinanderhalten, dem Teil. Ja, das ist der Infernus. Also, wir müssen jetzt ein paar Mal mit... Wow, mit ihr ausgehen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir fahren jetzt nochmal ganz schnell zu einem Bekleidungsfachgeschäft. Überziehen den Part natürlich mal wieder. Aber ist ja wurscht. Alles für die Aufrufe? Nein. Alles für Freddy natürlich. Damit Freddy sich nicht mehr angucken muss, wie das aussieht. Wenn wir so scheiße rumlaufen. Ist das, wo der Sexshop ist? Das ist aber nur ein Bingo. Warte mal, hier war doch noch ein Kleidungsfachgeschäft. Oder auch nicht. Okay, Moment. Wir gehen mal in den Bingo. Weil Bingo ist eigentlich genau das gleiche, was wir jetzt anhaben. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Das ist das, was wir jetzt auch anhaben. Aber hier gibt es vielleicht noch eine coole Sonnenbrille. So, Scherzbrille, Scherzmaske, Augenklappe, rotes Tuch, blaues Tuch. Ja, was ist denn eine Scherzbrille? Die sieht ja ganz toll aus. Ah, da gibt es hier nur Dreck? Ach, das ist behindert, ey. Wollen wir nicht. Okay, dann muss ich im Haus das grüne Tuch ablegen. Aber ich dachte, ich bin jetzt wieder im Hauptmenü. Ja, Karl, du siehst viel besser aus mit der Scherzbrille, muss ich ja ehrlich mal sagen. Komm weiter. Noch ein zurück. Oberkörper. Ziehen wir jetzt mal. Wie sieht das Los Santos-Shirt aus? Das sieht ultra schwul aus. Passt eigentlich zu so einem Nigger wie uns. Gucken wir uns die anderen nochmal an. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, dass das alles immer so lange lädt. Was denn ein Sharps-T-Shirt? Homie? Homie ist sharp. Nein. Okay, gibt's da noch irgendwas richtig Cooles? Was ist denn eine Kampfjacke? Okay, wenn wir aussehen wollen wie ein Penner, können wir hier auch herkommen. Sehr gut. Was ist ein Tracktop? Also es wird jetzt nur noch umgezogen. Oh Gott, was bist du denn Ekelhaftes? Heißt du Apo oder was? Bäh. Was ist denn ein Eris-T-Shirt? Okay. Das finde ich nicht mal so schlecht. Aber das ist grün. Wir wollten jetzt nichts Grünes mehr tragen. Außer das sieht cool aus in Grün. Nee. Ich weiß nicht, das ist auch nicht so meins. Na, ja, sonst ziehen wir einfach so ein normales T-Shirt an. Nehmen wir einfach das da.
Oder? Das Karo-Hemd haben wir noch nicht anprobiert, aber es muss richtig kacke aussehen. Das ist immer ein Karo-Hemd. Ja, bah, bah, bah. Bravo, Junge. Bravo, Bursche. Bravo, Bursche. Das ist ja eklig. Nee, dann nehmen wir hier so ein T-Shirt, ganz normales. Ja, das nehmen wir. Schön. Nichtssagendes T-Shirt. Dann gucken wir uns nochmal die neuesten Yeezys an. Mit der Yeezys. Oder wie auch immer dieser Dreck heißt. Sind das da? Oh, das sind doch voll Yeezys, oder? Oh, geile Yeezys, Digga. Schöne Red Octobers, würde ich sagen. Gleich gekauft, den Dreck. $60, da steigert sich der Marktwert noch richtig. Kette. Hundemarke. Passt ganz gut zu uns eigentlich, nehme ich. Ich hoffe, dass wir bald einen Anzug laden, freischalten und einen Anzug kaufen können. Im Anzug rumlaufen hat irgendwie am meisten Stil. Nein, wir wollen keine schwule Uhr. Kopfbedeckung. Wie sieht denn ein Cowboy-Hut? Oh, nee, Alter, das kann man echt nicht machen, Digga. Das geht echt gar nicht, nee. Komm, wir sind fertig. Gut, dann haben wir uns jetzt umgezogen. Im nächsten Part haben wir das Tuch auch nicht mehr um. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.